Und wir haben jetzt noch so eine kleine Passanfahrt. Wie der Pass heißt, ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Serpentinenzeug. Lasst es einfach auf euch wirken. Schmale Straße hier. Das geil hier. Ich kann auch gar nicht richtig reden, weil ich so ein bisschen, ich hab so ein bisschen Halsschmerzen. Von dem Wind oder weiß der Geier. Boah, diese Aussicht. Sehr cool. Ich kann mir vorstellen, dass das schon die Straße zu unserem Hotel ist. Weil unser Hotel auch auf 2700 Meter Höhe ist. Da wir gerade hochfahren, können das ja ungefähr passen. Was ist das für ein Pass? Ja? Was ist das für ein Pass? Was hast du? Was ist das für ein Pass hier? Kaviar. Kaviar? Der ist schön. Haben wir gesagt, der ist anders, ne? Ja, aber cool. Oh. Boah, ich hab voll den Wurstgeschmack in meinem Mund. Wurst? Ja, von dem Brötchen da. Ja, Shujitsu, genau. Leute, mein Schalldämpfer ist draußen. Und jetzt wieder weitergefahren. Boah. Hauptsache, mir schreibt gerade erstmal einer: Ja, ich habe dich gerade auf der Auffahrt vom Stelvio-Pass gesehen. Alles klar. Ja, fahr du vor. Mich hat gerade einer bei der Auffahrt vom Stelvio. Eine bei der Auffahrt vom Stelvio-Pass gesehen. Einfach nur sowas von krass. Jetzt. Ah. Aber er war Engländer, ne? Also heißt er ist Engländer und guckt meine Videos. Auch witzig. Also ich habe nämlich auch kein Merch an oder sowas, ne? Er hat mich einfach so erkannt. Richtig witzig. Hier ist so geile Luft hier oben, so richtig frisch und rein und das ist voll cool. Das ist die Passauffahrt, würde ich mal sagen. Aber hier ist so geiles Klima, ne? Oh, voll sick. Ja, hier geht's wieder runter, damit hier die Passauffahrt sein. Jetzt geht's weiter, Alter. So eine heftige Aussicht.
Ich bin in den ganzen Videos, da bin ich immer noch am Labern, wie geil alles ist, was für eine Aussicht. Ich laber immer das Gleiche. Boah. Buckelpiste, ey. Aber Gavia Pass hat diese, der nicht diese engen Kurven, sondern diese etwas längeren, wo du deine Karre von links nach rechts werfen musst, die aber nicht so eng sind. Und das fand ich, das finde ich richtig schön. Weil da musst du nicht immer dieses extreme Runterbremsen machen. Und ja, du hast mehr in die Kurven werfen einfach, ohne so enge Kurven zu fahren. Oh, das knallt hier so schön zwischen den Steinwänden. Boah. Du, Alter, ist das dunkel hier. Jetzt musst du erst meine Brille absetzen. Geil. Ohne den Bikin hat viel mehr Fahrspaß. Man glaubt das kaum. So kleine Straßen, ja, dann so recht so tief runter, das ist so heftig. Das ist richtig Grenzgänger-like. Jeden Auto gehen kommt, das ist aber heikel. Guck mal, wir sind schlau und bleiben hier stehen. Und hier fahren wir noch runter. Boah, die Abfahrt ist aber auch geil. Da lag einer, Alter. Ich dachte, da läge so eine Leiche rum. Ich muss dran denken, zwischendurch mal die Kamera zu putzen. Nicht, dass ich da so einen Schmandfleck drauf habe. Aber ich wette, hier sind auch schon einige runtergeflogen. Also einige Unfälle bestimmt schon. So, jetzt sind wir in meinem Tal angekommen. Ich sage nicht viel, ich lasse mir die Eindrücke spielen bei euch, weil in dem Moment, ich will das einfach selber genießen. Deswegen sehen wir uns nachher wieder.